Ich hoffe, ihr seid bereit für den nächsten Part. Im vorherigen Part ist einiges, ja, glatt gelaufen, einiges schief gelaufen. Es war wieder sehr, 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 sehr knapp und verdammt auch ein wenig viel Glück. Ja, was ich eher so bisher nicht gedacht habe. Wir sind insgesamt schon dreimal gestorben. Ja, Ashley. Ja, bisher ist Ashley quasi fast auf allen möglichen Arten gestorben, ne? Ja, könnte man so sagen. Ja gut. Wir machen uns jetzt erstmal auf den Weg hier in diesem Tor. Hier steht, gib dem Löwen die Opfergabe. Und wieder Aufzug. Wir haben schon insgesamt 650 Gegner gekillt. Boah, krass. Boah, Trefferquote war aber gewaltig gesunken hier in dem Part. Aber was will man anderes erwarten, wenn sich das Ganze bewegt, ne, und wir dann schießen müssen? Aber trotzdem noch gesamt 73. Ich bin eigentlich damit zufrieden. Wenn wir so im 70er, 60er Bereich bleiben, ist besser als die Hälfte. Also, was soll's. Hier können wir auch nochmal speichern. Tausende Situation, wo man speichern kann. Was ich machen sollte, ist, bevor ich jetzt da vorne hingehe, weil dann wird nämlich etwas passieren, werde ich erstmal hier alles aufsammeln, damit wir das gleich nicht machen müssen. Das solltet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr auf Profi spielt. Das ist auf jeden Fall empfehlenswert, zumal wenn ihr Munitionsmangel habt, dann könntet ihr nämlich ein bisschen was finden und das würde euch helfen. Ja, schaut euch diesen Koloss an. Oder diese Statue. Ja, warum gibt es wohl eine riesen Statue von dem? Er hat Minderwertigkeitskomplexe, dieser kleine Mann. Kann man irgendwo nachvollziehen, aber dann sollte er es nicht auf diese Art und Weise machen, sondern in irgendwelchen anderen Sachen. Nein, nicht das, was ihr jetzt denkt. Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. So, da müssen wir jetzt rüber, aber uns wird ein Strich durch die Rechnung gemacht. Und diese netten Gegner wollen uns nicht vorbeilassen. Der da oben, der chillt. Wir müssen aufpassen, weil manche springen direkt von da oben herunter und dann sind sie vielleicht hinter euch. Also immer schön in Bewegung bleiben. Das ist eigentlich das höchste Motto, was man hier haben kann. Immer in Bewegung bleiben, weil wenn ihr das nicht tut, dann seid ihr vielleicht Geschichte. Okay, da ist kein Gegner, das freut mich. Boah, verdammt, warum explodiert dein Kopf nicht? Kommt schon, stirbt jetzt. Es kommt einem immer wie eine Ewigkeit vor, wenn man mehrere Gegner hier mit der Pistole trifft und die einfach keinen Schaden nehmen. Ihr könnt im Übrigen auch diesen Schalter hier so aktivieren, indem ihr das einfach abschießt, dann müsst ihr nicht unbedingt dahin. Ja, was jetzt gerade ein bisschen dumm war, aber okay. Ja, das war auch dumm. Weil dann bewegt sich das nicht mehr runter. Nicht mit mir auf einer Stelle. Oh, verdammt. Jetzt schnell. Headshot. Yes. Und der eine fällt runter. Ja, du auch. Du Glatzkopf. Ja, jetzt siehst du schon viel besser aus als vorher. So, einen Hebel haben wir schon mal aktiviert. Da hinten wartet der nächste auf uns. Der hat doch eine Armbrust, ne? Warum schießt er uns nicht ab? Naja, ist nicht mein Problem. So, haben wir gelöst. Dann geht er uns nicht auf die Nerven.
Und alle fliegen so runter. Ich finde diesen Raum cool. Damals dachte ich so, boah, was geht denn hier ab? Und der ein oder andere kann sich schon denken, was es noch mit der Statue auf sich hat. So, jetzt haben wir alle Schalter aktiviert, die wir aktivieren sollten quasi. Damit er in allen Richtungen seine Arme bewegt. Oder Hände. Kein Gegner. Okay, hier unten ist einer, der chillt da, glaube ich. Den können wir auch einfach abschießen. Okay, doch nicht, der chillt nicht. Hier sind wir erstmal in Sicherheit vor denen. Was? Du lebst noch? Damit habe ich aber keinen Vertrag, verdammt. Wie viele laufen denn dahin? Zwei Stück? Ja, ihr solltet die Gelegenheit nutzen und euch um diese Gegner kümmern. Was? Schon tot? Ach so, ja, ich weiß warum. Weil wir eben so viel Schaden gemacht hatten und die einfach noch am Leben waren. Ihr hört, es leben noch ein paar Gegner. Aber scheiß auf die Gegner, wir laufen jetzt erstmal. Und jetzt müssen wir auch ganz schnell drücken. Das finde ich auch ein cooles Feature. Am besten ist, ihr macht das direkt mit dem Messer, weil das geht am schnellsten, anstatt dagegen zu kicken. Jetzt müsst ihr wieder drücken. Oh, verdammt. Komm schon, komm schon. Halt dich fest. Oh, ja. Es hat hingehauen. Es hat funktioniert. Ja, schaut euch das Chaos mal an. Da ist dieser Koloss runtergefallen. Naja, immerhin. Wir haben es geschafft. Wir sind hier rübergekommen. Und jetzt kommt ein Clip. You again. The sacred rite that's about to begin at this tower shall endow the girl with magnificent power. She will join us, become one of us. This is no ritual, it's terrorism. Isn't that a popular word these days? Not to worry. We've prepared a special ritual for you. Diese Szene finde ich sehr cool. Ja, und dasselbe wäre mit uns passiert, bloß wir wären gestorben, hätten wir nicht richtig gedrückt. Seht ihr, ich kann gut drücken. Nur an der einen Stelle ist mir das wirklich misslungen. Ihr wisst es ja noch. Und zwar mit Ashley, und deswegen sind wir gestorben. Und das einfach nur, weil ich nicht mehr drüber nachgedacht habe, dass der jetzt angreifen wird. Ich dachte, es wird erst ein bisschen später passieren, aber egal, genug gequatscht. Genug drüber aufgeregt. Was soll's. Solange es nicht in den Clips irgendwie fail läuft, weil da sollte es eigentlich nicht passieren. Damit ihr den vollen Genuss habt und nicht dieses, oh, er ist gestorben, oh, er ist gestorben, oh, er ist gestorben. Und dann seht ihr tausendmal immer wieder denselben Clip. Obwohl, man kann ihn ja wegdrücken. Den Aufzug können wir nicht verwenden, wir müssen die Treppen benutzen. Wir sind ja nicht so faul wie dieser kleine Wisch da. Der Giftzwerg. Uns werden auch wieder Fallen gestellt, wie ihr sehen könnt. Ich hoffe, wir werden nicht getroffen, aber ich habe so ein Gefühl, dass es passiert. Wow, das war knapp. Den Weg solltet ihr gehen, nicht den anderen. Das war verdammt nochmal knapp. Ja, Halleluja. Ich hätte jetzt nicht damit gerechnet, dass er wirklich noch einen Headshot bekommt. Wow. Da ist so ein toller Spasti.
Der wirft gerne Dynamitstangen. Wo ist er denn? Ah gut, dann müssen wir ihn anders manipulieren. Ja, und jetzt kommen jede Menge schöner Gegner, die auf uns warten. Scheiße, ich habe nicht nachgeladen. Komm schon, bitte, schnell. Verdammt, das war knapp. So, das sollten wir jetzt öfters aktivieren. Fällt das genau auf den drauf. Was auch sehr wichtig ist, hinter euch können die Gegner auch erscheinen. Also, ja. Ihr solltet euch erstmal hier drum kümmern. Zumal da ist ja einer, der wirft die ganze Zeit diese Dynamitstangen. Hier beeile ich mich auch eigentlich. Oh, verdammt. Der Typ, der nervt echt. Der ist echt ätzend. Ich muss jetzt gucken, wo der ist. Da ist er. Stirb. Nein, der ist nicht tot. Jetzt stirb doch. Verdammt. Jetzt aber, komm. So, jetzt beeile ich mich. Oder ich versuche mich zu beeilen. Weil die Gegner kommen nämlich hoch. Ich wusste es. Du Pisser. Hau bloß ab. Schnell. Was sollte das denn, bitteschön? Ja, fahr nach oben. Ja, wir haben es geschafft. So, die Munition sollte ich mir aufsparen. Denn es wird jetzt einen Konflikt geben. Und dieser Konflikt könnte ziemlich böses Blut für uns bedeuten. Jetzt muss ich kurz gucken. Es gibt hier nämlich Armbrusttypen. Die versüßen uns das Ganze natürlich. Ihr habt schon gehört. Wo ist der? Da. Gut, die sind direkt mit einem Schuss Geschichte. Ist der jetzt auch gestorben? Nein, natürlich nicht. Wo ist der, die Ratte? Nein, ich wusste es. Naja, immerhin ist der eine runtergefallen. Oh, wir haben gar keinen Schaden genommen? Oh nein. Ihr merkt, das sind diese Anführer oder so, wie man sie nennt. Und sie kommen wirklich in Massen. Es war ja klar, dass wir uns selber auch treffen, weil die einfach zu nahe stehen. Die gehen uns wirklich zu nahe, diese Gegner. Ich glaube, hier gab es sogar noch einen Armbrustfritzen. Darauf muss ich wirklich Acht geben. Komm, flieg runter. Nee, doch nicht. Oh, wie viele kommen denn noch? Komm schon, schnell. Neue Brandgranate. Komm schon, jetzt. Toll. Es geht weiter, aber trotzdem. Komm schon. Boah, haben wir noch? Ja, wir haben noch eine Brandgranate. Boah, verdammt. Ja. Das werde ich mal nachladen. Ich glaube, das werden wir jetzt auch gebrauchen können. Oh Mann, warum überlebt ihr das alle? Nein. Ihr habt es schon gehört, er macht diesen Move oder Angriff. Ja, ich nehme jetzt einfach mal die TMP. Schade, ich dachte, wir können ihn treten. Scheinbar nichts gebracht. Ich höre noch was. Kommen noch mehr Gegner? Oder ist das einfach diese Armbrustfritze? Ach so, das sind bestimmt die Gegner, die unten sind, okay. Boah, das war krass. Wir haben es aber noch hinbekommen. Ja, ich überlege gerade.
TMP-Patronen haben wir jede Menge. Wir werden gleich einen Boss besiegen, und zwar indem wir uns kaum von der Stelle bewegen. Ich hoffe, das klappt auch auf Profi. Das wäre ein bisschen episch, wenn ich das hinbekommen würde. Also ich hoffe es zumindest. Ah, rotes Kraut. Lag hier noch irgendwas? Stand da X? Tatsache, hier können wir runter. Meine Fresse, das habe ich all die Jahre immer vergessen. Naja, gut. Hat ja geklappt. Ich habe damit jetzt nicht mehr gerechnet. Aber was soll's. Perfekt, jetzt haben wir nämlich davon ein komplettes. Boah, guckt euch das Waffenarsenal an. Naja, die Waffen sind natürlich nicht nachgeladen. Das heißt, einiges wird weggehen, wenn wir das jetzt machen. Okay. Ja. Wir sind jetzt an dieser Stelle. Es gibt hier einen kleinen Tipp, den ich euch geben kann. Ihr seht ja das erste Hilfespray, ne? Jetzt solltet ihr nicht aufheben, weil sonst verkauft er euch nicht so viele Erste-Hilfe-Sprays. Das heißt, ihr könnt... Moment, ich zeig euch das. Ihr könnt nämlich nur eins kaufen an dieser Stelle. Und sonst hättet ihr gar keins kaufen können. Und deswegen solltet ihr erst, ja, das von ihm kaufen und dann aufheben. Okay, das haben wir gerade eben nachgeladen. Ja, die Feuerkraft erhöhe ich jetzt einfach mal. Ja gut, von den anderen Sachen konnten wir jetzt auch nicht großartig was nachladen. So Leute, seid ihr bereit für pure Action? Ihr merkt, es geht richtig zur Sache, sonst würde ich das hier nicht alles machen. ja, die Waffe lade ich auch mal nach. Man hört immer noch die Gegner sprechen, weil das quasi noch ein ganzer Raum ist, bloß sie sind ganz unten. So, ich versuch's jetzt erstmal. Wünscht mir Glück. Okay, vollste Konzentration. Ah, you just missed her. The ritual is over. She left with my men to an island. What? Ja, da müssen wir nämlich jetzt gleich hin. I think it's time I paid my due respects towards your impressive and stubborn will. Mr. Kennedy. Welcome. Ja, er wird sich nämlich jetzt fusionieren mit diesem Vieh. Und dieser Pflanze, das Ritual. Und diese Ratte versteckt sich hinter einem Kokon. So, ich versuch's jetzt mal. Ich kann's euch nicht versprechen, aber es wird hoffentlich so klappen, wie ich es will. Wir sind ein bisschen nah dran gewesen, habt ihr ja gerade gemerkt. Und jetzt die ganze TMP-Munition einfach auf den drauf schießen. Verdammt, wow, wir sind nicht getroffen worden, ich wollte gerade drücken. Worauf wir noch aufpassen müssen ist,
wenn er diese eine Todesattacke macht, dann ist er eigentlich ganz easy. Oh nein, er macht diese Attacke, glaube ich. Verdammt, weg da, weg da, weg da. Sie tötet nämlich einen One-Hit. Er macht sie jetzt direkt nochmal, aber wir haben ihn daran gehindert. Deswegen habe ich die TMP-Patronen alle gesammelt, weil ich es einfacher finde, mit TMP auf ihn zu schießen. So, jetzt können wir nämlich nochmal angreifen. Und das geht nämlich viel schneller, weil wir meistens instant treffen. Verdammt, ich habe im falschen Moment gedrückt. Schade, es ist nicht so hingehauen, wie ich es wollte. Es hat mich hingehauen, schade. Normalerweise ist er dann tot. Ey, ich hab doch gedrückt. Nee, ich heile mich trotzdem. Wir wollen jetzt nicht fail. Hallo? Was war das denn? Ich dachte, der bewegt sich jetzt so komisch und... Oh. Es hat so gut hingehauen die ganze Zeit. Und jetzt failen wir wegen so einer dummen Stelle. Ich hab doch wieder gedrückt. Schade. Nein, geh bloß weg. Mit deiner Attacke. Oh oh, er greift jetzt so an. Jetzt komm. Nur weil wir kurz gefailt haben und getroffen worden sind, hat er unsere Combo unterbrochen. Komm, ja, seht ihr? Es hat nicht mehr viel gefehlt und wir hätten es geschafft, aber dann hat er uns doch noch gepackt, ey. So ein Mist. Ja, seine Schwachstelle ist einfach ziemlich nah an ihn rangehen und einfach draufbrettern, was das Zeug hält. Gar nicht nach unten gehen, obwohl man denkt, es ist am sichersten. Ja, okay, wir sind jetzt ein paar Mal getroffen worden. Normalerweise passiert es mir ja nicht, sonst hätte ich das ja nicht so gemacht. Aber ihr seht, es gibt auch noch einen anderen Weg, um dies zu schaffen. Ja, wir haben trotzdem noch jede Menge TMP-Patronen. Und das liebe ich, weil dann können wir sie jetzt auch öfters wieder verwenden. Ja. Und die Patronen haben wir auch noch satt und genug. Ich glaube, wir werden es schaffen, auf Profi durchzukommen. So ein Mist aber. Regt mich auf. Dabei lief es so gut. Ihr habt es ja gesehen. Nur weil im richtigen Moment, ich habe die Knöpfe gedrückt, wirklich, aber ich denke mir mal, weil die Schusstaste dabei noch aktiv war, dass er zielt, hat er das nicht akzeptiert und deswegen, ja, könnt ihr euch ja denken. Dann ist es so, als ob man RT und LT gedrückt hält, anstatt X und A. Aber okay. Okay, hier gibt es nichts. Auf geht's. Grünes Traut, ja, blaue Blendgranate. Immer dieses, kurz in den Koffer und dann weitermachen. Das ist irgendwie bei mir so. Oh. Sonst gab es hier nichts. Nicht mal hier irgendwie. Nö, scheinbar nicht. Ich finde die Art und Weise, wie er sich am Seil abseilt, finde ich cool. Hier sollten wir aufpassen, ich zeige euch warum. Ganz genau. Hier haben sie es mal so gemacht, dass da eine Schlange ganz unten ist. Das heißt, ihr könnt sie nicht direkt treffen. Ihr müsst ganz nach unten mit dem Messer zielen. Aber ich habe es jetzt einfach mit der Pistole gemacht, das ging einfacher.
Ab hier beginnt die zweite CD, der zweite Abschnitt. Also damals zumindest. Aber erst wenn wir hier aus diesem Raum rausgekommen sind. Boah, Blendgranaten im Überfluss, das gefällt mir. Zumal jetzt fast nur noch diese Viecher aus diesen Köpfen rauskommen und das ist sehr hilfreich. Ja, mehr habe ich leider nicht zum Verticken. Aber die Blacktail können wir nochmal eine Stufe höher machen, wenn wir wollen. Ah, die Striker würde ich eher mal pimpen. Ladegeschwindigkeit auf jeden Fall. Und die Kapazität. Moment. Die haben wir jetzt gerade nicht gebraucht. Nee, Kapazität mache ich jetzt nicht. Vielleicht hat der Minenwerfer noch Wasser, mache ich da Kapazität. Ich denke mir mal schon. Oh, TMP auch? Ja, okay. Ach du Scheiße, das ist ja voll viel. Alles viel zu viel. Nee, das machen wir jetzt nicht. Da lohnt sich Kapazität nicht. Ja, da auch nicht. Wir sparen. Wir sparen einfach. So, was können wir überschreiben? Hier das, ne? Ja. So, ich spiele schon 9 Stunden 15 Minuten. Nicht schlecht. Also jetzt nicht am Stück, ne? So, ich würde sagen, dann beende ich diesen Part hier. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß und ich konnte euch wieder einiges zeigen und helfen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, wenn es heißt Survival Horror Time mit Mr. Horror Jumper. Auf Wiedersehen.